Grundsätzlich glaube ich, dass es ein verdienter Sieg von uns war. Wir haben in der ersten Halbzeit relativ wenig bis gar nichts zugelassen. Was unser Problem war in der ersten Halbzeit, wir konnten das Tor nicht machen. Wir haben diesen finalen Pass, diese letzte Konsequenz vom Tor hat uns gefehlt. Das konnten wir in der zweiten Halbzeit besser machen, da wir das Tor gemacht haben. Normal müssen wir das Spiel schneller fertig machen, so müssen wir zum Schluss nochmal zittern, dass du dann nochmal ein paar Chancen zulässt. Richtung Ende des Spiels ist es auch normal, weil da auch einem vielleicht die Kräfte ausgehen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass es ein verdienter Sieg war. Natürlich, natürlich. Es ist immer schön zu gewinnen, vor allem dann auch noch zu Hause. Das war für mich persönlich mein erster Sieg hier in Bochum. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Da kann man das Wochenende schon ein bisschen entspannter angehen, klar. Ich sag's mal so, ich bin glücklich drüber. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich bis jetzt so viel spielen durfte. Aber man sollte nie zufrieden sein mit sich selbst, mit seinen eigenen Leistungen, weil sonst droht die Gefahr, dass man vielleicht in so eine Komfortzone reingerät. Deswegen immer weiter arbeiten, damit man auch noch mehr spielen darf. Die Vorbereitung läuft wie eigentlich auf jedes Spiel. Also da machen wir keinen Unterschied, gegen wen wir spielen. Wir haben ganz normal den zweiten Tag nach dem Spiel frei gehabt. Und dann fängt man langsam aber sicher an, sich vorzubereiten aufs Spiel, schaut sich auch natürlich Szenen von den Gegnern an, um nochmal ein Bild vor dem Spiel zu haben, wie könnten sie spielen, was erwartet uns. Und dann gehen wir am Freitag da rein ins Spiel und holen hoffentlich 3 Punkte. Nee, persönlich habe ich noch nie dort gespielt. Ich habe zwar einen guten Freund, der dort spielt, aber ich habe dort nie gespielt, was ich erwarte. Ich denke, das wird ein sehr, 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 sehr schweres Spiel, ein sehr enges Spiel. Ich habe gehört, dass die sehr, sehr pressen, also dass sie sich nicht hinten reinfallen lassen, sondern sehr aggressiv spielen. Spielerisch sind sie bestimmt auch eine sehr gute Mannschaft. Die leben noch von der Euphorie von der letzten Saison, wo sie den Aufstieg geschafft haben. Also das wird auf gar keinen Fall ein leichtes Spiel. Wir müssen auch 100% geben, komplett dagegen halten und dann hoffentlich können wir dann ein gutes Spiel gestalten.